Wir sind auf Kurs. Sam, sende Kello den Nav-Punkt, den wir von unserem kroganischen Kontakt haben. Drac, wir landen auf Eladen, um Jorgos Drax zu treffen. Bin unterwegs. Wo genau ist der Treffpunkt? In einem Laden namens Paradise, mitten im Nirgendwo, soweit ich das sehe. Kroganer haben eine andere Vorstellung vom Paradies. Nur 41% liegen frei. Ich werde so viele Informationen wie möglich sammeln, Pathfinder. Wer lebt außer den Kroganern noch hier? Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Verbrecher, die aus Kadara rausgeworfen wurden. Das wird bestimmt interessant. Es ist wunderschön, oder? Ich weiß noch, wie ich das hier zum ersten Mal gesehen habe. Ich dachte mir, ja, das ist ein Zuhause. Und da war ich nicht der Einzige. Temperaturen steigen an. Hey, hey! Willkommen hier entlang. Folgen Sie mir. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Hier geht's lang. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem Nav-System hinzugefügt. Es ist ein fairer Handel. Warum? Weil Sie es sagen? Zum Teil. Schließlich könnte ich mich in diesem Geschäft wohl kaum halten, wenn ich nicht fair wäre. Wenn Sie das anders sehen, können Sie aber gerne woanders handeln. Nette Ausrüstung haben Sie da. Seien Sie lieber vorsichtig. Es gibt da draußen bestimmt schon ein Dutzend Leute, die vorhaben, Sie dafür umzulegen. Drohen Sie mir etwa? Es klang nämlich so. Ich? Quatsch, ich versuche nur zu helfen. Ich weiß, wenn jemand eine Nummer zu groß für mich ist. Und wenn ich mich mit Ihnen gut stelle, haben Sie ja vielleicht nichts dagegen, dass ich die Reste auflese, die Sie zurücklassen. Also, was kann ich noch für Sie tun? Kennen Sie einen Kroganer namens Drax? Nein, aber Kroganer sind schwer zu übersehen. Schauen Sie sich einfach um. Das war alles. Wie Sie meinen. Hau ab. Du hast hier hinten keinen Zutritt.
Sie sind also Enea. So ist es. Und Sie sind? Vetra Nix. Wir haben dieselben Geschäftspartner auf Kadara. Ah, natürlich. Eine der Neuankömmlinge. Ich heiße Sie alle im Paradise willkommen. Außerhalb der Tore sind Sie auf sich allein gestellt. Aber hier drin sind Sie sicher. Wer den Frieden stört, bekommt es mit mir zu tun. Hier die Kontrolle zu behalten, ist sicher schwierig. Diese Leute brauchen mich. Sie brauchen, was ich verkaufe. Also benehmen Sie sich, sonst sind Sie raus. Also, was kann ich für Sie tun? Wie kann ich Ihnen helfen? Lassen Sie es mich einfach wissen. Ich sollte mich hier mit einem Kroganer namens Strux treffen. Sie können sich gerne nach ihm umsehen. Falls meine Kunden Namen haben, kenne ich sie nicht. Es ist besser so. Was kann ich hier kaufen? Ich weiß nicht. Was haben Sie denn einzutauschen? Ich verkaufe hauptsächlich Wasser. Aber wenn Sie das wollen, sollten Sie rausgehen zu den Tanks. Gibt es noch irgendeinen anderen Ort auf diesem Planeten, an dem ich, Wasser finde? Nicht wirklich. Und wenn mir Ihr Gesicht nicht gefällt oder Sie mich verärgern, heißt das kein Wasser für Sie. Na, wen haben wir denn da? Ich kann Leute echt gut einschätzen. Soll ich mal raten, wer sie sind? Schießen Sie los! Ein Pathfinder. Beeindruckend. Woher wussten Sie das? Ich habe geschummelt. Ich liefere Bergungsgut nach Kadara. Und dort verbreiten sich Neuigkeiten schnell. Sie sollten mal hören, was das Kollektiv über Sie sagt. Sie gehören ihm an, oder? Nein, ich lege mich nie auf eine Seite fest. So gehöre ich auch nie zu den Verlierern, wenn es mal zum Kampf kommt. Haben Sie je mit einem Mann namens Reyes zusammengearbeitet? Reyes? Klar, er ist einer meiner Käufer. Kennen Sie ihn? Früher mal. Wissen Sie, wo er ist? Ich habe schon eine ganze Weile nichts mehr von ihm gehört. Und auch sonst niemand. Soweit ich weiß, lässt er es sich auf der Nexus gut gehen. Was halten Sie von Eladen? Wenn der Wurm oder die Gangbosse sie nicht umbringen, dann erledigt das die Hitze in Ataraxia. Keine Ahnung, wie hier überhaupt jemand leben kann. Irgendwie schaffen es die Leute offensichtlich. Ja, gerade so. Bei jedem meiner Trips will mich ein entflohener Sklave oder ein ehemaliger Kultist bestechen, damit ich ihn von hier wegbringe. Aber die Kroganer nicht. Ich war in Neu-Tuchanka. Wir könnten uns alle glücklich schätzen, wenn wir so leben dürften wie Sie. Sie sagten, Sie liefern Bergungsgut nach Kadara. Wie genau läuft das ab? Die Plünderer kommen aus dem Höllenversprechen und verkaufen mir ihr Altmetall. Ich bezahle ihnen so gut wie nichts dafür. Nett. Und dann? Dann bringe ich meine Beute nach Kadara und verkaufe sie an die Händler. Sloan verlangt natürlich ihren Anteil, aber meistens mache ich trotzdem einen satten Gewinn. Manchmal kaufe ich sogar Wasser von Enea und verkaufe es teuer in der Absteige. Es ist kein schlechtes Leben. Wenn Sie es sagen... Sie haben bestimmt viel mit den Plünderern zu tun. Nicht mehr, als ich muss. Sklaverei, Kannibalismus, Anbetung der Gangbosse. Dabei stellen sich mir die Haare auf. Das sind ziemlich harte Worte, wenn man bedenkt, dass Sie eine Ihrer Kundinnen sind. Ich kaufe von Ihnen. Das heißt nicht, dass ich Sie auch mögen muss. Hier mag es sicher sein. Aber wenn da draußen ein Gangboss deinen Tod will, dann bist du tot. Ich habe nicht vor, unvorsichtig zu werden. Passen Sie auf sich auf. Das mache ich immer. Brandneue Panzerung, gut gepflegte Waffen. Ich schätze mal, Sie gehören nicht zu den Einheimischen. Es
Sie wurden dazu ausgebildet, so etwas zu erkennen. Einer der Gründe, warum mich hier Nia angeheuert hat. Ich weiß, mit wem man sich gut stellen muss. Sie arbeiten also für die Wasserhändlerin? Ja, ich habe die Filtersysteme entworfen und sorge jetzt dafür, dass sie in der Hitze nicht ausfallen. Sie sind Techniker? Etwas in der Art. Auf Kadera habe ich Verteidigungssysteme für die Siedlungen entwickelt. Ich war auf versteckte Fallen spezialisiert, die im Dunkeln zum Einsatz kommen. Dieser Arbeit kann ich hier nicht mehr nachgehen. Wieso? Auf Eladen geht die Sonne niemals unter. Es gibt hier keine Nacht, sondern nur immerwährend das Gleißen des Tageslicht. Deshalb ist das Paradise auch so beliebt. Wasser ist nicht das Einzige, womit wir handeln. Wir bieten auch Schatten. Und wie sind Sie hier gelandet? So wie alle anderen auch. Ich war verzweifelt. Ich hatte auf Kadera Schulden und musste fliehen. Aber ich muss sagen, so schlecht ist das Leben hier gar nicht. Ich pendle zwischen dem Paradise und Neu-Tujanka und halte die Wassertanks in Schuss. Manchmal gehe ich sogar in die Absteige, um den Plünderern ein paar zusätzliche Teile abzukaufen. Sie respektieren mich. Trotzdem vermisse ich die alten, aufregenden Zeiten. Verteidigungssysteme zu bauen gab mir das Gefühl, wirklich etwas zu bewirken. Ich sollte jetzt gehen. Seien Sie da draußen vorsichtig. Ich lasse mir doch von dir nicht den Mund verbieten. Sind Sie Joggers Drugs? Kommt drauf an, wer fragt. Sarah Ryder, Pathfinder der Initiative. Sie wollten sich hier mit mir treffen. Ja, wollte ich. Danke fürs Kommen. Viele von uns in der Initiative bedauern es sehr, dass die Kroganer gegangen sind. Einige meiner besten Freunde sind Kroganer. So ist es. Ich wollte die Nexus nicht verlassen, aber ich musste mein Volk und meinen Clan unterstützen. Also, Ihre Kolonie hat Probleme? Sie hat einen gefährlichen Weg eingeschlagen. Wir können dort nicht länger leben. Morda hat sich zu einer Tyrannin entwickelt. Hat sie sie rausgeworfen? Noch nicht, und deshalb halten wir auch die Füße still. Ich will sie im Auge behalten. Sie plant einen Angriff auf die Nexus, so viel wissen wir. Drak vertraut Morda und ich vertraue Drak. Es hat einen Grund, warum Morda die Kolonie anführt. Sie ist hart, aber das muss sie auch sein. Sie haben keine Ahnung, wie es dort ist, Drak. Morda wird diese Kolonie zugrunde richten. Und dann werden wir alle sterben. Hier sterben Kroganer? Ihre Heimatwelt ist deutlich schlimmer als dieser Planet. Selbst Kroganer brauchen Nahrung und Wasser. Aber Morda rationiert unsere Vorräte. Meine Gruppe ist der Meinung, die Kroganer sollten Frieden mit der Nexus schließen. Wir alle haben unsere Vergangenheit und unsere Altlasten mit hierher gebracht. Einige der alten Konflikte sind so tief verwurzelt, dass ein Friede vielleicht unmöglich ist. Tja, wenn Morda so weitermacht, gibt es bald keine Kolonie mehr, mit der Sie Frieden schließen können. Aber wenn Sie mir nicht glauben, gehen Sie in die Kolonie. Sehen Sie sich selbst an, was sie vorhat. Reden Sie mit Ravenor Brank. Er gehört zum inneren Kreis und ist einer von uns. Wenn wirklich die Sicherheit der Nexus auf dem Spiel steht, werde ich es tun. Sie sollten allerdings hoffen, dass sie mich nicht auf der Stelle erschießt. Ja, das wäre ein schlechtes Omen.
Was gibt's da zu glotzen? Um ehrlich zu sein, bin ich einfach nur neugierig, was hier so los ist. Was hier los ist, geht dich einen Scheiß an. Zieh Leine oder ich schieß dir die Kniescheiben weg. Ich dachte, hier sind keine Waffen erlaubt. Das wird dich außerhalb der Tore nicht schützen. Also mach dich lieber ganz schnell vom Acker, wenn du mich da draußen siehst. Pathfinder, ist es wirklich notwendig, sich mit diesem Individuum einzulassen? Ich wüsste nicht, wie uns das weiterhelfen sollte. Du hast recht. Okay, Leute, ziehen wir uns zurück. Wow, die Geschichten über Eladen sind also tatsächlich wahr. Ryder, ich habe dieses kleine Gespräch gehört. Ich verstehe das nicht. Jeder Bewerber der Initiative wurde durchleuchtet. Warum sind so viele von ihnen jetzt gewalttätig und launisch? Glauben Sie, da stimmt was nicht? Das würde ich gern herausfinden. Können Sie die Plünderer hier im Paradise scannen und mir die Daten senden? Und Sie wissen schon, unauffällig. Verzieh dich. Hey, ich kenne Ihr Abzeichen. Sie sind von der Nexus, richtig? Ein Pathfinder. Kent Halsey, Nexus Sicherheit. Sie sind bestimmt nicht ohne Grund hier. Gibt es ein Problem? Keines, das etwas mit der Nexus zu tun hätte. Es ist eher eine Privatangelegenheit. Meine Schwester Isabel hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Sie schloss sich der Rebellion an und wurde nach Kedera verbannt. Und irgendwie hat sie es geschafft, genügend Leute zu verärgern, um letztlich auf diesen Drecksplaneten hier zu landen. Sie gehören den Sicherheitskräften an und ihre Schwester ist eine Unruhestifterin. Das muss für sie eine unangenehme Situation sein. Das ist mir egal. Ich bin hier, um nach ihr zu suchen. Ich weiß, dass sie nicht wieder auf die Nexus zurückkehren kann, aber wir können auf Kedera neu anfangen. Zusammen. Sie kann sich glücklich schätzen, einen Bruder wie sie zu haben, Kent. Naja, noch habe ich nichts erreicht. Das Problem ist, ich habe diesen Planeten unterschätzt. Ich habe weder ein Fahrzeug noch irgendeine Möglichkeit, mich vor der Hitze zu schützen. Ich habe noch nicht mal angefangen und stecke schon fest. Keine Sorge, ich kann Isabel für Sie aufspüren. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Ich denke, diese Bergungsgutsammlerin von Kedera weiß etwas über Sie. Mir wollte sie nichts verraten, aber vielleicht bekommen Sie ja etwas aus ihr raus. Ich werde jeden einzelnen von euch umlegen. Verlass dich drauf. Daten nicht eindeutig. Nehmen Sie einen anderen. Das sind Wassertürme. Die gesamte Versorgung der Kolonie hängt von Enea ab. Bei dem sollten Sie aufpassen, Ryder. Hervorragend. Kein Plünderer, Ryder. Kein Plünderer, Ryder. Die Temperatur steigt, Pathfinder. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Ich werde jeden einzelnen von euch umlegen. Verlass dich drauf. Ja, sie hat das Ding komplett zerlegt. Ich wünschte, ich wäre mit eingestiegen. Nächstes Mal schnappe ich mir selbst einen. Ich werde jeden einzelnen von euch umlegen.
Ich war's nicht. Ich hab nichts getan. Okay, Sie haben nichts getan. Gut, sagen Sie ihnen das, wenn Sie kommen. Das war echt interessant. Hab's erhalten. Ich füge es meinen Datenbanken hinzu. Ich hab gehört, du hast Class getötet. Hast du ein Problem damit? Hier? Ich krall mir das nächste Shuttle, das hier landet, und verschwinde von diesem Scheißplaneten. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Was? Warten wir mal, bis wir uns in den Dünen begegnen. Verstehe. Danke, Ryder. Das müsste reichen. Ich analysiere das und teile Ihnen mit, was ich gefunden habe. Sie haben bisher die Gangbosse und den Wurm überlebt. Ich bin beeindruckt. Wissen Sie etwas über jemanden namens Isabel Halsey? Wofür halten Sie mich? Ihre persönliche Datenbank? Ach, kommen Sie schon. Sie sind die Einzige hier, die mich nicht umbringen will. Helfen Sie mir doch einfach. Schon gut, schon gut. Ich bin ihr zwar nie begegnet, aber ich habe gehört, wie ein paar Plünderer über sie geredet haben. Es ging um irgendeine Höhle draußen in den Dünen. Sie meinten, Isabels Zeit würde ablaufen. Hier ist der Nav-Punkt. Aber seien Sie vorsichtig. Das ist eine üble Gegend. Ganz Eladen ist eine üble Gegend. Auch wieder wahr. Passen Sie auf sich auf. Das mache ich immer.